Ich unterstütze den Weltfrauentag, weil wir weiterhin Frauen müssen schützen für ihre Gewalt am Staat, sexuelle Belästigung und Missbrauch. Weil es wichtig ist, Gleichberechtigung an den Mittelpunkt zu setzen und das an alle Volleyen. Weil ich es wichtig finde, Stereotypen zu durchbrechen. Weil Gleichberechtigung noch immer nicht überall gehen muss. Weil auch heute nach zu Lützburg ganz viele Frauen aus vielen verschiedenen sozialen Schichten misshandelt gehen. Ich unterstütze den Weltfrauentag, für die Forschung und damit sind sich mehr spezifisch mit den Frauenproblemen beschäftigt. Für die Schülerinnen und Schüler, die selbe Chancen haben an der Schule und auch an der Ausbildung, und zwar überall in der ganzen Welt. Weil es besonders im medizinischen Bereich wichtig ist, dass nicht nur mit Männern die Norm sind, sondern auch die Frauen mehr an den Mittelpunkt regeln. Auch weil haut nach Frauen mit genau denselben Kompetenzen und Qualifikationen noch immer nicht dasselbe verdienen wie Männer. Für Gerechtigkeit, weil in vielen Teilen der Welt die Frauen noch nicht dieselben Rechte haben wie die Männer. Ich feiere den Weltfrauentag, weil ich ganz viel kompetent und motiviert Frauen kennen, die verdienen, an Entscheidungspositionen zu kommen. Der Weltfrauentag ist für mich und alle guten Frauen denken, die irgendwann ein Jahr in ihrem Leben, sie wird durch eine Schädigung oder sie wird durch die Verschwälung von ihrem Partner allein durch den große Schwierigkeiten haben. Ich feiere den Weltfrauentag gegen die häusliche Gewalt, gegen die Beschneidung von Mädchen und jungen Frauen und für eine gleichberechtigte Education für Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt. Weil keine Erziehung keine Frau vom Geschlecht ist. Weil es wichtig ist, dass man die Stereotypen, die dann in der Berufswelt gehen, losgehen. Für was soll nicht eine Frau können Schlösser gehen und für was soll nicht ein Mann können Enseigner an der Spielschule sein?